So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu, ich muss auf die Uhr gucken. Ich kann nicht rechnen. Ah ja. Recht herzlich willkommen zurück von GTA Vice City. Jo, das letzte Mal haben wir Kyrassos Gelände erledigt, beziehungsweise haben, ja, die Mission da an dem Geländestrecke absolviert und haben auch mit Lovefis Mission angefangen. Wir liefern jetzt noch eben einen Taxifahrer ab. Ja, einen Taxifahrer. Stimmt ja sogar. Wir liefern den Taxifahrer ab, der sich einfach als Fahrgast ausgibt. Und dann werde ich mir ein gewisses Unternehmen kaufen, was auch noch, boah, stressigere Mission für uns hat, glaube ich. Deswegen will ich lieber gleich schon mal gucken. Nee, komm. Wie das hier, ne? Jetzt haben wir 31 Fahrgäste. Sind echt wenig, die ich überwache, ne? Aber hey, besser als gar keine. So, nämlich ist das Unternehmen, ich brauche erstmal wieder gescheite Musik hier. Was, den kenne ich nicht, ich lass mal an. Dürfte nämlich in der Nähe vom Flughafen sein. Ja, wie komme ich nochmal zum Flughafen? Scheiße, jetzt doch schon eine vorher abbiegen müssen. Es war so klar. La 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 la. Ah ja, hier ist es doch schon. Sunshine Autos. Oh, war ja. Mal gucken, wie teuer das ist. Aber ich muss es mir eigentlich leisten können, weil das teuerste war 120.000. 50.000. Ist auch nicht ohne. Sunshine Autos. BJ Smith. And you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Auto ausgekauft, 50.000. Teurer Spaß. Okay, ich weiß nicht so genau, wie das hier funktioniert mit den Missionen. Logischerweise, ich gucke mich einfach mal um. Es sieht hier sehr, ja, okay. Das sieht hier sehr nach, hier muss ich die Autos. Spray and go, okay. Wenn ich hier irgendwo die Autos abliefern müsste. Okay, da ist ein... okay. Warte mal, Vice Street Racer. Okay, kann ich hier Rennen fahren? Rennen 1. Achso, Moment, hä? okay, hier habe ich ein paar Rennen. Achso, Rennen 1, Toast Car, Oceans Drive, Küstenrally, Captain Cruise, Tour, Vice City Endurance. Ja, oh Alter, das ist fett. Steht ja, wie viele Runden man fahren muss. Ja, von den Rennen habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Man kann ja eigentlich mal, ne, eins machen. Beziehungsweise, okay, doch nicht. Wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie ich die auswählen kann. Dann muss ich da hinfahren. 10.000 Startgebühr, ach du Scheiße. Ich kann die nicht auswählen, ich kann nur Enter drücken und dann werde ich rausgekickt. Ah, guck mal hier. Vehicles Wanted. Landstalker, Idaho, Esperanto, Stallion, Ranger, Blister, Compact. Okay, das sind wenig. Ich dachte, es wären tatsächlich mehr. Eigentlich müsste ich mir das mal... Ich glaube, ich habe mir das... Warte mal, ich habe mir das doch bei GTA 3 damals abfotografiert, ne? Ich habe mich, glaube ich, fotografiert und dann immer mal so geguckt zwischendurch. Okay, dann machen wir die jetzt. Schön zu wissen. Ich weiß ja nicht, wie ich die Rennen starte, ne? Das verwirrt mich noch so ein bisschen. Aber ansonsten... Oh, verstecktes Päckchen. Hast du 5 Stück, du. Vielleicht sammle ich die doch alle. Aua, ich bin fast tot immer noch. Warte mal, ist das hier nicht sogar ein Stallion? Nö.
Ich weiß nicht, wie das mit den Rennen funktioniert. Muss ich mich nochmal erkundigen. Ich glaube, ich werde dann aber doch erstmal, bevor ich die Vercetti-Mission mache, werde ich doch erstmal ein bisschen von den Nebenquests weitermachen. Da haben wir eine ganze Menge. Wir haben die Lovefist-Mission. Die Lovefist-Missionen sind lustig. Ich glaube, ich mache jetzt die nächste Lovefist-Mission. Warum nicht? Ich könnte eigentlich mal speichern. Hätte ich mal eben machen können da. Habe ich vergessen. Wenn ich jetzt verkacke, muss ich die ganze Menge nachholen. Aber es war zum Glück nicht so schwere Sachen bei. Ups. Und ich muss mir immer noch Apartments kaufen. Ich habe immer noch kein Apartment auf der zweiten Insel, ne? Ich finde hier halt irgendwie keine. Ich meine, ich kann mir die ganze Zeit so gucken, dass man irgendwo auf dem Straßenrad vielleicht mal was sieht. Ein Symbol zum Kaufen. Da rechts sind die Dingens-Missionen. Ihr wisst, was ich sagen will. Biker-Mission. Wie gesagt, die letzte Mission da, die geschnitten ist, die will ich wirklich erst ganz am Ende wahrscheinlich machen, wenn ich stark genug dafür bin. Muss ich nur mal gucken, wie man das am besten macht. Das war nämlich ziemlich schwer. Boff. So, Love Fist. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking again. It's heavy stuff, man. Heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, you fool. Just because Jez Bond sheep. It's a love rocket thing, can. Oi, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Okay, fahre die Limo zum Ort der Autogramm. Oh, ist es schon die Mission? Das ist Kennzeichen. Luftfist. Da ist nämlich gleich eine lustige Speed-Mission. Nennen wir sie mal so, ja? Und sie wohl doch noch nicht jetzt. Yeah. I'll see Love Fist burn. Love Fist ruined my life. Denen lassen nicht entkommen. Ja. Wenn mein Auto nicht 20 mal langsamer wäre, dann wäre das schon was. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, eigentlich Dankeschön. Ha, Mission erfüllt. Zum Glück habe ich noch ein paar Schüsse dafür gehabt. Ratatatata. Mal mit, ne? Achso. Neuen Leben. Ein Ziehling. Kriege ich hier spontan irgendwo ein Herz her? Healthcare Center. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Herz. Ich werde hier ein Herz finden. Oder ich werde sterben. Oh. Gut. Scheiße. Ich glaube, ich suche die Versteckpäckchen hier doch. War ein Spaß. Ha! Zack. Sehr schön. Kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Love Fist. Ja, die Schriftart ist auch von... Das ist auch, glaube ich, sogar die Iron Maiden Schrift, ne? Ja, ja. So. Komm wieder, wenn du die... Achso. Wenn ich Biker-Mission abgeschlossen habe. Oh Gott, alle? Weil, wie gesagt, letztes hart. Scheiße. Na, schade, weil die eine Mission ist echt cool. Von Love Fist. Ja, wollen wir jetzt einfach schon mal die Biker Gang Mission machen? Ich hab eigentlich gar nicht so Bock drauf. Wieder ein bisschen Vielfalt rein. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Oder? Ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt die erste Biker Mission.
Der Wagen ist auch dezent kaputt. Also, ist übrigens auch ganz lustig. Vielleicht ist es jetzt schon in der ersten Mission. Ich weiß nicht, gibt es einen lustigen Bug in der Cutscene. Mal gucken. Achtet mal genau drauf. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Okay, in der Cutscene war der Bug noch nicht. Oh nein, ich habe ja eine Freeway oder eine Angel und gehe in Startposition. Ja, wie gut, dass hier welche stehen. Ich hoffe, der hasst mich jetzt nicht. Oh Gott, okay. Ich glaube, es war auch nicht ohne da drin, weil die halt auch manchmal behindert sind und einfach Leute durch die Gegend rammen, so wie ich es gerade beim anderen getan habe. Kann ich die abknallen? Es gibt ja bei GTA San Andreas zumindest den Bug. Da kann man ja beim Rennen auch erstmal alle Autos schön mit Handgranaten kaputt machen und dann das Rennen alleine fahren, das weiß ich. Vielleicht geht das hier auch. Notfalllösung und so. Ah nein, wir machen natürlich erstmal hier alles legal und wie gedacht. Bisher läuft es ja ganz gut. Wenn ich nur einmal... Nein, mein Unfall baue, dann ist vorbei. Danke, dass ich während des Sagens einen Unfall baue. Mit dieser behinderten Mast, den man dann einfach irgendwann nicht mehr ausweichen kann. Dem habe ich auch gerade schon gesehen. Oh Gott. Ist ja mal hart ätzend. Ja, habe ich eh schon verkackt. Ist ja denn der überhaupt noch irgendwie ein Unfall? Wenn ich jetzt einfach mal nicht rechne. Ich weiß nicht, ich habe echt das Bedürfnis, mal zu versuchen, ihn abzuknallen, aber... Lieber nicht. Loser. Okay. Ah, das war's schon. Geil. Bäde-bäm-bäm. Wir haben immer noch voll viel Zeit, ey. Oh Mann. Jetzt werde ich keine Mission mehr machen. Ihr gönnt mich alle mal. Ich muss ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Können wir einfach mal gucken, ob wir vielleicht spontan ein Auto finden, was der Beschreibung des Dingens passt. Idaho oder Stallion oder weiß ich nicht. Landstalker, den brauchen wir auf jeden Fall. Hoffentlich ist da noch wieder ein Häkchen dran, so dass ich weiß, welche ich abliefere. Aber es sind echt nicht viele, ne? Irgendwie habe ich mehr. Wie viele waren das bei GTA 3? War noch mehr, oder? Weil dann ist es halt echt doch nicht so zeitraubend. Das ist ganz schön. Habe ich ein schreckliches Spiel schneller durch. Gerade wieder ein bisschen auch rumzulängen. Naja. Ja, ja, schön. Ist übrigens gerade Sonntag, wo ich hier aufnehme. Noch. Naja, morgens auch nicht. Ich bin jetzt Viertel nach eins. Heute, ne, jetzt wo ich alleine wohne, kann ich ohne Bedenken Pimmeltage machen. Bin morgen erstmal aufgewacht. Frühstücksfernsehen. Also Frühstücks Amazon Prime Video, nennen wir es so. Futurama geguckt und dann jetzt aufgenommen und gleich gucke ich irgendeinen Film oder so. Heute mache ich ja nichts. So. Geht schon gut los, mein Studentenleben. So. Manstalker, Idaho, ja, ja, ja. Mal gucken.
Auf dich ist Verlass. Wenn du alle, die auf der Liste stehen, wie was das, kriegst du einen Bonus. Ah, okay, sind auch durchgeschrieben. Schön. Idaho, Esperanto, Stallion, Ranger, Blister Compact. Ich glaube, Blister Compact ist ein Bike, oder? Das hört sich irgendwie nach einem Moped an. Weiß auch nicht so ganz warum. Wir testen einfach mal ein paar Autos, ne? Einfach mal testen. Ne, den hatte ich schon, ne? Das ist ein Hermes, genau. Hermes, der Götterbote. Was ist das hier? Das ist ein Banshee? Okay, haben wir uns stark verändert. Na gut, die alten Dodges sahen ja auch so aus, ne? Cabrio, bleib stehen. Du? Vielleicht? Was bist du? Sentinel. Ich kann mir halt die ganzen Automarken im GTA echt immer nicht merken, ne? Leisten, wollte ich gerade sagen. Hm. Da ist ein Landstalker, glaube ich. Hoffe ich. Den hatte ich jetzt nicht, oder? Das ist nochmal wieder ein anderer hier. Oh, jetzt hat war mich Brünn. Ein Admiral. Ah! Ah, warte mal. Was war der jetzt nochmal? Wie heißt der nochmal? Infernus, richtig. Aber den brauchen wir auch nicht. Vielleicht doch. Hm. Du vielleicht? Ich hatte ja auch noch nicht. Es gibt auch verschiedene Vans hier, ne? Oceanic oder Newell. Regina. Schöner Name. Dich hatte ich, glaube ich, gerade eben. Trotzdem nochmal testen. Sentinel, richtig. Tja, nur gefühlt irgendwie schon alle Standardwagen durch die Sauferstraße rumfahren. Nein, nein, nein. Oh, ein Buggy. Nee. Ist ja gerade BJ Injection. Das habe ich verstanden. Doch. Fängt auch ein bisschen lustig. Dich hatte ich, glaube ich, auch schon getestet. Du bist, glaube ich, der, den ich... Nee, stimmt gar nicht. Ach, weiß ich doch auch nicht, Mann. Kermis, richtig. Mann, ich kann die Kacke aber nicht merken. Ein Van braucht aber nicht, oder? Ach, kann man ja mal testen, ne? Oh, da kommt ein Bulle. Das ist ein Rampo, richtig. Dich vielleicht? Oh, oh. Der ist voll langsam. Ups. Ich bin doch gar... Was? Ich bin doch gar nicht eingestiegen. Ich hab doch gar nicht F gedrückt. Warum ist er zum Einsteigen dahin gelaufen? Verstehe ich nicht. Na egal. Gut verhaftet. Keine Waffen mehr. Nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt irgendwie mal speichern. Ja, komm, auf dem Vercetti Estate, warum nicht? Was ist für Musik? So, dann muss ich mal wieder im Internet gucken, wie die einzelnen Wagen so heißen, beziehungsweise wie sie aussehen. Wir kriegen das schon irgendwann hin. Nein. Mopeds. Ich kann mir echt vorstellen, dass irgendwann so ein Moped ist, der letzte. Das hört sich irgendwie so an. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder irgendwelche Spezialfahrzeuge, die man nur, was weiß ich, wo kriegt. Zu bestimmten Uhrzeiten und so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's auch wieder für heute. Das nächste Mal, ja, mal gucken. Vielleicht machen wir die Gang, die Gang-Mission. Die Biker-Mission weiter. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ja, aber eigentlich warum nicht, ne? Ich meine, für die letzte Mission, da brauche ich auf jeden Fall dicke Wumm, das weiß ich. Das heißt, je nachdem, warte ich noch, dass ich auch sicher sein kann, dass ich auf jeden Fall dicke Wumm haben kann. Vielleicht, ja doch, es ist klüger, vielleicht, doch, es ist klüger, die nach der Feuerwehrmission zu machen. Und auch nach der Bürgerwehrmission, zumindest die letzte Biker-Gang-Mission. Die nächste werde ich dann, glaube ich, noch tun. Und dann werde ich das erst machen, wenn ich alles andere so erledigt habe. Ja, ich glaube, das ist am klügsten. Gut, Leute. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Hat es gefallen. Und das nächste Mal machen wir irgendwas. Mal gucken. Wir haben noch genug zu tun. Also bis dahin, ne? Tschüss.